Okay, Junge. Wir sind alle müde. Aber du musst uns noch mal den Weg geben. Also Abmarsch! Na klar. Also was ich festgestellt habe, dass die Gegner Leichen nicht entdecken können. Also ihre Kameradenleichen zum Beispiel. Sind sie ein bisschen stumpf? Das nervt langsam. Nein, keiner hat was gehört. Wir machen einen kleinen Stealth-Modus hier. Oh, was habe ich jetzt da geworfen? Irgendwas habe ich geworfen. Gott sei Dank war es keine Granate. Weg. Deine Füße sind eiskalt. An der ganzen Scheiße sind nur die Franzosen schuld. Hör zu, Arschloch! Konzentrier dich auf deinen Posten! Ein Magen! Meine Füße sind eiskalt! An der ganzen Scheiße sind nur die Franzosen schuld! Sehe ich aus, als würde mich das interessieren? Einen kleinen Drecksack jagen wir einen schön rein. Interessante Vorstellung. Da ist noch einer. Hast du was gesehen? Dein Geschwätz bringt uns doch um! Oder vor das Kriegsgericht! Was denkst du? Krieg ich den zeitlich? So, haben wir da abgehoben? Okay. Hey, Kamerad, alles in Ordnung? Was? Ich hab so einen Hunger, dass ich meinen Arsch nicht von deinem Gesicht unterscheiden kann. Bist du noch wütend? Ich hoffe, er steht jetzt. Schlag ihn auf! Oh nein! Wieso? Jedes Mal. Greif seine Position an! Da noch einer. Verdammt. Oh.
Jetzt hast du schon ein paar ausgelöst, oder? Oh, scheint safe zu sein. Wow. Okay, das spaziert hier durch. Ich check hier nochmal die Lage. Chef, entspann dich. Oh, da war da was. Gewehrgranate. Komm zurück, Junge! Ja, ja, ich komm schon. Ey, der Alte geht einen auf den Keks. Ich muss mich doch hier erstmal umschauen. Na gut. Dann wollen wir mal machen, was der Chef sagt. Ja, ich komme schon. Und hier ist auch nichts. Doch, da ist noch eine Kiste. Das Lager haben wir schön geräumt. Das ist meine kleine Reparatur an der Bett. Bring deinen Arsch hier rüber! Alles muss man selber machen. Kann losgehen! Das müsste halten. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Ja, super. Weg hier! Weg! Best. Meine Alte, jetzt bleib mal stehen. Fällt mir drauf. Vor uns liegt ein Vorpost. Wie es aussieht, sind sie auf Best vorbereitet. Wir ziehen ihr Feuer auf uns, während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen. Naja, das machen wir schon, aber ich brauche erstmal Munition. So. Sehr gut. Mal die Kisten checken. Keine Granate. Die Matzen. Füße runter.
Jagdgewehr. Da ich nicht weiß, was uns erwartet, bleibe ich erstmal noch bei meiner MP18. Okay. Du wirst es wohl schaffen, über einen Baumstamm zu hüpfen. Die Vorhut. So ein kleines Zelt. Beweg dich. Kommt sicher noch mehr. Halt die Augen nach allem offen, was nützlich sein könnte. So, kleine Panzerbüchse. So, Kollege, jetzt erstmal reparieren. Also, ich kann die nicht reparieren, oder? Okay, das war wohl nix.
Ach so. Na dann schauen wir mal, wie wir das hier wieder hinkriegen. Sehr schön. Beeilung, Edwards! Fritz ist unterwegs! Mal ganz entspannt, Kollege. Ganze Büchse haben wir. Nee, nicht. Wobei, vielleicht brauche ich die Panzerbüchse. Ich weiß es nicht. Wir werden wieder beschossen. Uh-oh, Bad. Genug Unterhaltung für einen Tag. Einsteigen, Edwards. Du fährst. Nichts wie weg hier. Ja. Spannend ist es auf jeden Fall. Das war ausgezeichnet, Edwards. Du kriegst einen Orden, wenn wir das überleben. Sir, Sie brauchen neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer, wer es braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards.
Panzer fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Ja. So viel zu, wir sitzen alle in einem Boot. Genau. So okay. Viel zu. Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach ein Like da. Und könnt auch ein paar Kommentare abgeben. Wir sehen uns zum dritten Teil. Durch Morast und Blut.